Die Season 4 ist komplett neu mit neuen Features, Gameplay-Mechaniken, Updates zu alten Sachen, neuen Waffen und mehr. Wir haben einen komplett neuen Lootpool bekommen und es gibt noch weitere Secrets, die wir alle verpasst haben. Wie zum Beispiel, dass wenn man als Chrome Blob ein Emote benutzt, die Musik verzerrt ist oder dass zum Beispiel nicht nur Tiere, wenn sie rum sind, regenerieren können, sondern auch Fahrzeuge mit ihren Reifen, was sehr praktisch ist und mehr. Gibt es noch weitere Leaks in dieser Season, die uns zeigen, was uns in den nächsten Wochen in Season 4 Kapitel 3 erwartet, im Paradies, Freunde. Wir schauen uns alle Leaks heute an, wahrscheinlich werden noch weitere Leaks in den nächsten paar Stunden rauskommen, also könnt ihr euch auf einige Videos gefasst machen und es gibt eine Menge Sachen zu besprechen, vielleicht werde ich sogar das in zwei Videos aufteilen, wenn es sein muss. Zuerst mal das neue Crew-Paket, das in den Dateien gefunden wurde, als Season 4 gestartet ist. Und zwar wird das nächste Crew-Paket einen Skin besitzen oder einen Skin haben mit zwei unterschiedlichen Varianten, bei denen man die Maske abnehmen kann. Und der Skin in meinen Augen ist schlecht, also ich feiere den gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Fortnite Crew Paket überhaupt holen werde. Eigentlich nur wegen den V-Bucks, aber naja, es ist jetzt nicht so krass. Aber das Rückenaccessoire ist ebenfalls noch dabei. Da kann man die Spitzhacken rausziehen. Ja, es gibt noch eine Spitzhacke. Eine Lackierung wird ebenfalls vorhanden sein. Und es gibt einen Ladebildschirm, der mega interessant ist. Denn dort sieht man tatsächlich mögliche Fortnite März 2022 Chrom-Monster. Und die erinnern mich sehr an das 2020 Fortnite Mers mit Schattenmieders. Der hatte ja auch so ähnliche Schattenmonster und es könnte so eine geupdatete Version sein. Mal gucken, was da uns bei Halloween erwartet. Neue Emotes in dieser Season sind auch am Start. Die meisten sind natürlich im Battle Pass, aber es gibt einen sehr interessanten und zwar wird es ein Hulkbuster Emote sein. Das wird im 5. Comic vorkommen. Spoiler natürlich, sorry. Aber es wird in einem Look der 7 sein, passend zu der Comic Story. Und natürlich wird das Video bald zum 5. Comic online kommen, welche Geschichtsinformationen da veröffentlicht werden und somit wird auch ein Hulkbuster Skin bestätigt. Kommen wir zu neuen Shop-Informationen. Wir haben eine Menge Spins und normale Pakete bekommen, also zum Beispiel alte Bundles wurden aktualisiert, um alle Items in einem Set zusammenzufassen. Dann wird das Starter-Paket bald verfügbar sein, dazu hat Fortnite sich schon auf Social Media geäußert. Danach werden wir auch weitere, also wir haben wieder mal Shop-Bilder bekommen, Shop-Assets, das sind Items, die bereitgestellt wurden, um wieder in den Item-Shop zu kommen. Und Gemini, sogar aus Kapitel 1 Season 9, ist wieder in den Dateien, das heißt, sie könnte überarbeitet werden. Viele glauben, dass es der Skin für Kim aus den Storyline-Aufgaben sein könnte, was sehr möglich ist, sehr wahrscheinlich ist. Und CypherPK wird ebenfalls seinen eigenen Shop hintergrund haben, wenn seine Items im Item-Shop landen. Und es gibt nochmal eine Übersicht zu allen neuen Cosmetics. Es gibt, glaube ich, gar keine Cosmetics, außer ein paar Lackierungen, Sprays und so. Das einige Legendenwandel und CypherPKs Set ist jetzt in den Dateien und alles andere ist Battle Pass bezogen. Die Kippwelt-Sachen wurden auch mit Season 4 aktualisiert, wahrscheinlich sogar für Fortnite März 2022 und das könnte auch bedeuten, dass die Vorbotin einen Bezug zur letzten Realität hat. Also die Truhen, der Boss, die Risse, alles dazu wurde nochmal geupdatet. Um vielleicht zurückzukommen, selbst Batmans Items aus Kapitel 1 Saison X wurden aktualisiert und könnten bald zurückkehren und das hat Fortnite nicht nur hier gemacht. Zwei neue Items werden in Zukunft im Zuge einer neuen Discord-Kollaboration verfügbar sein. Eine Lackierung und ein Banner ist das vom Realitätsbaum. Nichts Besonderes, bald sollte es dann wahrscheinlich dazu einen Blogpost geben. Auch der Lenkraketenwerfer könnte in dieser Season zurückkommen, denn einige Dateien dazu wurden aktualisiert und da er vor Season 4 in einem Promobild zu sehen war, könnte er wirklich bald zurückkehren. Epic hatte also nicht nur den größten Teil des Lenkwaffenmaterials wieder hinzugefügt, sondern auch die Sounds, Animationen und Effekte im Leerlauf oder Nachladen aktualisiert und das macht die Rückkehr umso wahrscheinlicher. Weiter geht's mit den Shoppers, denn die wurden auch aktualisiert, zumindest ihre Spawnpunkte und dass sie einen Chrom-Effekt haben können. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass sie in dieser Season wieder da sind. Und diese Info war schon vor Season 3 bekannt, aber jetzt gibt es eine Bestätigung, denn Luke Skywalker aus Star Wars wird bald erscheinen. Aktualisiert bzw. seine Lichtschwerter. Er wird zwei verschiedene mythische Lichtschwerter haben. Einmal mit dem Codenamen Eine neue Hoffnung, also eine Anspielung auf Episode 4. Und die andere für die Rückkehr der Jedi. Ist auch ein Star Wars Filmname. Und somit wird er als Boss wahrscheinlich erscheinen. Und auch alle anderen Star Wars Waffen wurden aktualisiert. Die Lichtschwerter von Mace Windu, von Rey, Kylo Ren und so wurden alle aktualisiert. Und auch der Blaster, der auch in der Season davor schon da war,
Der Kingsman-Regenschirm wurde ebenfalls aktualisiert, der in Kapitel 2 Season 2 zum ersten Mal eingeführt wurde. Epic arbeitet jetzt an einem neuen Skin mit dem Codenamen Mondgöttin. Keine weiteren Infos sind bekannt. Und es gibt 6 neue Fortnite-Mers-NPCs, an denen Epic Games arbeitet. Es ist einmal Heumann, Pastetenpeter, Finsterhase, Willow, Duke und Hexe. Eine gute oder schlechte Nachricht müsst ihr jetzt selber entscheiden. Auch die aufladbare Schrotflinte wurde nämlich aktualisiert und könnte noch in dieser Season zurückkehren. Epic Games arbeitet im Moment daran, im Death Chat anzeigen zu lassen, wer einen Assist gemacht hat. Also wenn ihr jemanden anschießt und der von jemand anders getötet wird, dann bekommt ihr ebenfalls eine Anzeige im Death Chat. Zudem arbeitet Epic Games an einer Funktion Hügel ab oder zu besteigen und an einem neuen Fahrzeug mit dem Codenamen Goofball, das so viel wie Dummkopf heißt. Also sehr interessant. Aber nicht nur die Choppers wurden für den Chrome-Effekt aktualisiert, sondern auch die Flugzeuge, die Autos und die Baller. Wahrscheinlich werden die dann auch in dieser Season da sein. Wobei die Baller schon da sind. Ein weiteres Item, das bald auf uns zukommt, ist eine werfbare Sprungfläche, also ein Jump-Pad. In Zukunft kommen neue Naturelemente in Fortnite oder nach Fortnite. Wir haben ja gerade schon Feuer im Spiel, das in Kapitel 2 Season 3 ins Spiel kam, aber es wird noch Elektrizität geben und Elektrizität wird einen Effekt auf Metallobjekte haben. Also wenn ihr Metall baut, dann werden diese Blitze oder allgemein Elektrizität vielleicht Schaden hinzufügen oder sonst was. Und es wird noch ein weiteres Element geben namens Eis und das sollte Spieler und Wasser beeinflussen. Als nächstes plant Epic Games wieder einmal ein Mid-Season-Update zu veröffentlichen, wenn die Vorboten in ungefähr 42 Tagen verfügbar ist. Im Battle Pass Trailer ist euch vielleicht aufgefallen, dass 2 neue Waffen da zu sehen waren und gezeigt wurden. Das ist einmal die DMR Cobra, also eine neue Version der DMR, und eine explosive Goo-Pistole, also eine explosive Flüssigkeitspistole. Im Vergleich zum aktuellen DMR hat die DMR Cobra 1,6 höhere Feuerrate, etwas höheren Rückstoß, 60 geringeren Schaden pro Schuss und eine 0,9 Sekunden längere Nachladezeit. Zu der Info, zu allen anderen Sachen bezüglich der explosiven Goo-Pistole ist nichts bekannt, wahrscheinlich wird die aber so ähnlich wie ein Granatenwerfer funktionieren. Fortnite arbeitet tatsächlich mittlerweile an reitbaren fliegenden Tieren. Ihr könnt mit ihnen boosten und leerlaufen und es ist höchstwahrscheinlich, dass dafür dieser Sattelgegenstand gedacht ist, der vor einer Weile geleakt wurde. Und Table Hill hat auch so eine Anspielung unter Hypex Tweet gemacht, dass Drachen tatsächlich diese fliegenden oder reitbaren fliegenden Tiere sind. Mal gucken, Freunde, bin sehr gespannt, wie das dann ist. Ich glaube, dieses Grappler-Item, dieses Sattel-Item sollte dann so funktionieren, dass ihr euch dann die fliegenden Tiere schnappen könnt und dann sofort auf ihnen seid. Ein Update zu der First Person, denn der First Person Modus wurde mit Season 4 aktualisiert, aber nicht mit vielen anderen Informationen, außer der Tatsache, dass er euren Kopf vor eurem Bildschirm verbirgt, wenn ihr in die Ego-Perspektive wechselt, was aber, glaube ich, schon erwartet war. Noch eine Sache zu einem Gadget, das bald in Zukunft reinkommen könnte, und zwar mit dem Codenamen Disco Wolf. Um es besser zu verstehen, die Spire-Schuhe damals in Kapitel 2 Season 6 waren auch Gadgets. Außerdem kann jetzt Epic Games entscheiden, ob eine Krone auf einem bestimmten Gebäudeteil landen kann oder nicht. Und zu der Star Wars Kooperation kann ich nochmal sagen, dass Epic Games neue Star Wars Herausforderungen hinzugefügt hat, die 30.000 Erfahrungspunkte pro Auftrag geben. Eine weitere Kooperation wird mit der FIFA Weltmeisterschaft 2022 sein, denn es wird auch World Cup Herausforderungen für Battle Royale geben, die 26.000 EP pro Auftrag geben werden. Vielleicht werden wir noch eine Map-Änderung bekommen, Waffen, Skins von Ikonen oder was auch immer. Und ich glaube, das habt ihr alle mitbekommen. Die Boogie Bombe wird mit dem nächsten Version 22.10 Update in allen Playlists in den Tresor gebracht. Gerade wurde auch angekündigt, dass die Tonight Show, also kennt ihr alle mit Jimmy Fallon, mit einer neuen Map nach Fortnite kommen wird. Keine besondere Kooperation, wird aber von Samsung gesponsert. Könnt ihr mal abchecken. Kommen wir zum Ende des Videos, nochmal einige wichtige Leaks. Es wird neue PS-exklusive Cups im September geben, vom 22. bis zum 25. September. Spielt neue Spielmodi in diesen Turnieren und erkämpft euch einen Teil des großen Preisgelds. Dann könnt ihr halt auch in den ersten 2 Qualifikationsrunden mit mindestens 8 Punkten ein neues Spray freischalten. Alle weiteren Informationen unten in der Videobeschreibung. Das neue PS Plus Sonderpaket ist jetzt auch verfügbar. Es beinhaltet einmal ein Emote, Contrail und Hängegleiter. Der 5. Fortnite-Geburtstag kommt auch auf uns zu, Freunde. Es wird 3 kostenlos
kostenlose Belohnungen geben, die ich euch einmal einblenden werde. Ein Rucksack, eine Spitzhacke und ein Emoticon mit Aufträgen, die ihr freischalten könnt. Dekorationen werden hinzugefügt, wie zum Beispiel Vorratslieferungen werden aktualisiert und der Geburtstagsbus wird reinkommen. Ballons und Geschenke werden zurückkehren als Items. Es wird Trivia-Fortnite-Fragen bald verfügbar sein. Und es wird ein Fotografie-Event geben, dessen Highlights am 7.10. um 16 Uhr in einem Blogpost gezeigt werden. Und außerdem, Freunde, gibt es neue Insider-Leaks wieder mal von Tom Henderson. Wir werden laut ihm noch mindestens 8 weitere Kooperationen bis Ende 2022 bekommen. Und jetzt kommt der Knaller. Kapitel 3 Saison 5 soll am 5. Dezember um 17 Uhr beginnen. Wobei die Uhrzeit halt nicht so bekannt ist. Es könnte also ein längeres schwarzes Loch nach dem Event sein. Und er bestätigt, dass diese Season noch in Kapitel 3 ist und nicht in Kapitel 4. Warum viele glauben, dass Kapitel 4 nach Season 4 rauskommt, erzähle ich euch in einem eigenen Video. Deswegen abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Wird auf jeden Fall mega nice. Das waren noch nicht alle Leaks, da ist noch eine Menge. Ich würde mich über ein Like freuen. Schreibt gerne eure Meinung zu den Leaks in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video.